Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Die Linke spricht sich ausdrücklich für das Kita-Recht aus. Aber ohne Einbeziehung von Eltern und Kita-Trägern wollen SPD und CDU heute de facto die Kita-Pflicht einführen. Sie tun es unter dem Deckmantel von Sprachförderung, und dabei wird aus der Einladung zur Sprachstandsfeststellung künftig eine Vorladung. Unter Androhung von Bußgeld wird nunmehr aus dem Recht des Kindes auf Frühförderung ein Zwang und aus der Erziehungspartnerschaft ein ordnungsrechtlicher Vorgang. Dieser Teil des Gesetzes ist ein Skandal. Kinder, die keine Kita besuchen und bei denen im Alter von 3,5 bis 4 Jahren keine hinreichenden Kenntnisse der deutschen Sprache festgestellt werden, sollen künftig gezwungen werden, 18 Monate vor der Einschulung an 25 Stunden in der Woche auch gegen den Willen der Eltern zwangsgefördert zu werden. Das sind 5 Stunden mehr als die Unterrichtsverpflichtung für ein Kind in der ersten Klasse. Ob das rechtssicher ist, zweifle ich an. Und damit auch ja niemand von den zur Anhörung Geladenen dazu seine Meinung sagen konnte, ist der entsprechende Änderungsantrag, der dies möglich macht, erst nach der Anhörung eingereicht worden. Im Bericht des Senates über den Stand und die Ergebnisse der Sprachförderung in den Berliner Kitas und der Tagespflege vom 22.01.14 wird festgestellt, dass bis 2013 der Anteil von Kindern mit Sprachförderbedarf tendenziell rückläufig ist und seit mehreren Jahren konstant zwischen 16 und 17%, 2013 erstmalig unter 16% liegt. Der Senat schätzt weiter ein, dass angesichts des Aufwachsens von Kindern aus schwierigen familiären Lebenssituationen es immer besser gelingt, mehrsprachig aufwachsende Kinder ebenso wie Kinder mit Behinderungen zu integrieren und zu fördern. Wozu brauchen wir also diese Verschärfung des Gesetzes, da ja offensichtlich ist, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist? Noch dazu, wo der Senat selbst einschätzte, in Kooperation mit den Trägerverbänden, Trägern und pädagogischen Fachkräften, den Jugendämtern und öffentlich geförderten Kindertagespflegestellen, der AG QVTAG und dem BEKI ist das Land Berlin auf einem guten Weg, die sprachliche Bildung aller Berliner Kinder zu unterstützen. Die Entscheidungen und Maßnahmen auf Landesebene werden wesentlich ergänzt, sagt der Senat, durch Konzepte und Aktivitäten der Kindertageseinrichtungen, die durch die Träger verantwortet werden. Und genau dieses, gegen dieses sich positiv auswirkende Miteinander von Land und Trägern verstoßen SPD und CDU jetzt, denn die Trägervertretungen hätten auf der Ausschusssitzung angehört und darüber hinaus beteiligt werden können und müssen. Genau daran ist Senat und CoA-Fraktionen aber offensichtlich gar nicht gelegen. Auch mit der parlamentarischen Opposition war keine kinder- und jugendpolitische bzw. bildungspolitische Beratung dazu im Ausschuss gewollt. Und die Krönung war dann noch die gestrige Sitzung des Hauptausschusses, der sich etwa eine Stunde mit dem Änderungsantrag beschäftigte, und auch das ja nur, weil die Linksfraktion die Befassung durchgesetzt hatte. Hier wurde klar, dass weder der Senat noch die SPD und CDU Vorstellungen darüber haben, welche Kosten durch ihren Änderungsantrag dem Land Berlin zusätzlich entstehen. Die Gesamtkosten konnten von Frau Staatssekretärin Klebber trotz mehrerer konkreter Nachfragen nicht benannt werden. Es ist von 2.800 Euro pro Kind jährlich die Rede, ohne Mittagessen. Dazu hat ja Frau Remlinger schon etwas gesagt. Und ob es nun 13,4 Millionen Euro sind oder mehr oder weniger, konnte der Senat gestern nicht sagen. Herr Schlede weiß es ja offensichtlich, dann hätte man die CDU-Fraktion was sagen können. Zusätzliche Sprachförderung erfordert zusätzliche Haushaltsmittel. Und da die Gesamtkosten nicht benannt sind und auch kein Ausgleichsvorschlag aus dem laufenden Haushalt gemacht wird, ist fraglich, ob die Gesetzesänderung überhaupt beschlussfähig ist.
Eine Aussage gestern lässt mich zusätzlich noch etwas ratlos zurück, nämlich die, dass die Kinder mit Sprachförderbedarf nur am normalen Kita-Alltag teilnehmen und man sagen kann, sie erhalten keine extra Sprachförderung. Also geht es eben doch bloß um die Kita-Pflicht. Wir werden diesen Antrag ablehnen.